Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und heute habe ich hier ein Acer-Gerät, an dem ich euch zeigen will, was sein kann, wieso euer neuer Akku nicht erkannt wird oder nicht funktioniert. Und zwar ist es bei Acer teilweise so, dass die Geräte wieder komplett verschlossen sein müssen, damit der Akku erkannt wird bzw. funktioniert. In dem Fall ist jetzt unter einer Abdeckung ein kleiner mechanischer Schalter. Der wird quasi gedrückt, wenn die Abdeckung drauf sitzt. An dem Punkt drückt es auf den Schalter drauf. Und wenn der nicht gedrückt ist, ist quasi der Akku deaktiviert. Das ist in dem Fall jetzt unter der Abdeckung vom Rahmen. Manchmal ist unten unter einer großen Abdeckung so ein Schalter. Oder auch, dass die Bodenplatte komplett montiert sein muss und irgendwo drauf drückt auf so einen Schalter. Ist allerdings nicht bei jedem Gerät so. Aber das als Hinweis, was eine Ursache sein könnte. Zu dem Thema haben wir auch noch einen Blogbeitrag, wo ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt. Und dann hoffe ich, dass euer neuer Akku dann auch funktioniert. Danke.